Hi ihr Lieben, mein Name ist Marion Schauden von Flowers by Schauden und das Wetter lässt es langsam zu, um schon mal in den Kisten reinzustöbern. Was habe ich noch für Schätzchen, die ich gerne eindekorieren möchte für den Herbst, Winter? Das habe ich tatsächlich auch schon gemacht, weil ich bin ja wiedergekommen aus Porto und jetzt ist es gerade trocken, aber es war am Regnen, es war grau und ich dachte, ich brauche Kerzenschein, ich muss mein Zuhause schön dekorieren. Und ich habe ein tolles Farbkonzept ausgearbeitet, wie ich dieses Jahr arbeiten möchte. Und ich würde sagen, ich zeige euch erstmal, was ich für schöne Materialien mitgebracht habe. Und dann zaubern wir wieder was Schönes. Getrocknete Palmfrüchte, Arizona-Zypresse, wunderschönes Eukalyptus Populis. Das sind Eukalyptus-Fruchtstände. Dann haben wir hier nochmal getrockneten Thymian. Richtig geile Rosen. Amaranthus gebleicht und hier habe ich ganz viele Holzsterne, eine Kerze, Kerzenhalter, eventuell ein Band. Ja, was machen wir? Mein Zuhause richtig schön machen und ich hoffe, ihr seid mit dabei, weil das ist die Idee für diese Woche, dass wir einfach sagen, hey, wir nehmen die Kübel in Angriff und wir probieren euch einfach mitzunehmen. Ich kann euch nicht versprechen, wie viele Videos kommen diese Woche, aber wir erhoffen uns mindestens 1 bis 2 Zusatzvideos. Also lasst euch überraschen und schreibt in den Kommentaren, ob ihr Lust habt, uns zu begleiten. Genau. Jetzt kommen wir zu diesem Do-It-Yourself. Ich hatte gesagt, ich habe ein bisschen nach alten Schätzen geguckt und diese Vase, die habe ich echt schon oft genutzt. Einfach mal mit Pampasgräsern oder einfach einen coolen Ast mit 2, 3 Kugeln. Was mir jetzt fehlt zu Hause, ist Kerzenschein. Es wird ja abends recht hell dunkel und es reicht auch morgens. Also ich könnte mir sogar morgens eine Kerze anmachen. Und ich habe mir gedacht, ich werde jetzt einfach so ein Kerzenhalter, also da ist so eine Schraube dran, die kann ich hier so reindrehen. Man kann natürlich auch ein Loch vorbohren, nur wenn ich diese Halterung einfach so reinmache, dann glaube ich nicht, dass das hält, also von der Kerze her. Das drehe ich jetzt einfach hier rein. Vielleicht willst du mal einmal kurz schauen, was ich genau gemacht habe. Einfach einen Birkenast genommen und da habe ich den Kerzenhalter reingedreht. Und jetzt hoffe ich, natürlich habe ich das vorher getestet, dass das so hält. Und das finde ich schon mal richtig, richtig schön, weil ich finde, im Glas muss auch nicht immer Deko sein. Also es darf auch ruhig ein bisschen purer und klarer sein. Und die Idee ist es, einfach diese Kerze reinzupieken. Ich habe mich jetzt für einen Sand-Cremeton entschieden. Und das sind auch ein bisschen die Farben, wie ich das dieses Jahr dekorieren möchte. Ich mag mein Zuhause gerne, wenn es so ein bisschen bunter ist, ein bisschen crazy. Aber wie gesagt, ich finde es auch schön, wenn die Deko eventuell auch im Januar noch stehen bleiben kann, weil ich weiß nicht, wie Lust oder wie die Laune ist im Dezember oder Januar, um die Deko wieder wegzuräumen. Also werde ich alles etwas neutraler und winterlicher gestalten. Und genau, das heißt auch, das sind Dekorationsideen, die ihr jetzt natürlich schon nutzen könnt. Und ich hoffe, ihr seid da auch bereit und habt da Lust zu. So, ich habe jetzt hier ein bisschen getrockneten Thymian. Ich dachte erst, es wäre Spinosa, ist es aber nicht. Genau, und ich möchte einfach so eine Art Bündelung hier dran machen. Und dann finde ich es natürlich sehr, sehr schön, dass man da später einfach noch einen coolen, fetten Stern dran macht. Also das sind solche Papiersterne in Holzoptik. Das sind jetzt Sterne aus Holzoptik. Das ist so ein bisschen meine Idee. Und deswegen liegt dieses Fell hier auch, weil ich das da sehr, sehr schön zu finde. Könnte mir vorstellen, da irgendwie noch so einen Stern zuzuhängen. Also so eine Art Stillleben für den Flur zu gestalten. Und da können wir dann eine Bank hinstellen. Ich mache jetzt einfach noch mal ein Sträußchen fertig. Ja, und die Rosen, das ist mein Wochenendstrauß tatsächlich. Ich habe lange keine frischen Blumen mehr zu Hause gehabt, was sehr untypisch für mich ist. Und die sind übergeblieben von einer Hochzeit. Und ich habe mir gedacht, boah, Leute, das nehme ich mir auf jeden Fall schon mal mit. Bin jetzt am Gucken, ob ich noch ein bisschen Wacholdergrün dran mache. Oder diese Arizona-Zypresse. Ist nicht zu früh, oder, Martin? Oh, ich habe deinen Namen verraten. Sorry. Ja, der Kameramann hat auch einen Namen. Aber der ein oder andere weiß auch, wie er heißt. Er will ja immer ganz gerne anonym bleiben.
sag ja immer, dies Jahr kommst du nicht drum rum, dich mal einmal zu zeigen und dich vorzustellen. Aber wir schauen mal, ob das klappt. Genau, hier habe ich eigentlich jetzt schon eine ganz, ganz wilde Bündelung, die mir so schon ganz gut gefällt. Bin am überlegen, ob ich eventuell noch, ja, machen wir noch dazu, ein paar Früchte dazu nehme. Und dann ist das eigentlich schon fertig. Ich befestige das jetzt einfach nochmal mit so einem, ja, das ist so ein Packband, glaub mit Draht drin oder ohne. Nee, das ist einfach nur so ein Papierband. Aber ja, ihr könnt natürlich auch Draht nehmen, Jute nehmen, Packband nehmen, das macht nichts aus. Ja, diese Sträußchen, die könnt ihr eigentlich auch überall dran dekorieren. Man sieht das an Glocken, vor der Haustür. Es muss ja nicht immer der Kranz sein, aber einfach diese Sträuße, da kann man sehr, sehr schnell was Schönes mit dekorieren. Oder auch, wenn ihr irgendwie einen coolen Holzblock habt, macht ihr einfach so ein wildes Sträußchen mal dran. Ich finde das jetzt von den Farben her auch sehr, sehr schön und geschmackvoll. Das ist kein Hexenwerk, aber man braucht natürlich schon die richtigen Materialien dafür. Und daran hapert es manchmal. Aber wenn ihr in den Wald geht oder nach draußen, schaut mal, ob ihr einen knochigen Ast seht. Und dann so ein Eukalyptusast, der trocknet toll ein. Oder ich finde auch, dass dieses Wacholdergrün sehr, sehr schön eintrocknet. Also das kann man auf jeden Fall nehmen. So, ich werde das jetzt mal einmal befestigen. Ich glaube, das wäre einfacher gewesen mit Draht. Aber ich kriege das so auf jeden Fall auch hin. Genau. Und dann möchte ich dann nachher ein Pendant zu machen und mir mein Wochenendwäschen fertig machen. Das ist meine Mama. Die wollte mich wahrscheinlich überraschen. Mein Schwangerschaftstee vorbeibringen. Ich dachte, ich mache jetzt ein bisschen Dekoration für mein Zuhause, Mama. Wie findest du es? Ist gut, ne? Finde ich auch. Ich wollte erst eine Stabkerze nehmen, aber ich finde es so auch ganz cool. Und man kann das hier ja jetzt schon hinstellen. Ich kann es im Winter stehen lassen. Ja, dann könnte man jetzt auch sagen, hey, ich mache da noch so ein cooles Herz dran. Aber mir ist es persönlich nicht zu früh für Sterne. Und ich werde jetzt schon mal einen Stern dran machen. Ich finde, glaube ich, den aus Holz ganz cool. Ne? Oder findest du den besser aus Papier? Darfst du dir aussuchen. Oder diese Blüte. Den? Gut, dann machen wir den da dran. Wir müssen ja beide die Dekoration anschauen. Genau, und dann hat man eigentlich ein sehr, sehr schönes Stillleben. Mit dem Hirschen kann ich das dann zusammen auf einer Holzbank stellen. Da habe ich sonst immer zwei Töpfe mit Farn stehen. Und das wird jetzt ausgetauscht und dann vorne beim Eingang platziert. So, dann machen wir das mal eben dran. Und dann haben wir es eigentlich schon. Und jetzt die Feinschliffe werde ich gleich hinter den Kulissen machen. Ich zeige euch das nachher, was ich noch machen werde. Ich werde hier einfach noch so ein Fell drum zuwickeln, damit man einfach die Bindestelle nicht so extrem sieht. So, dann möchte ich euch natürlich gerne noch zeigen, wie ich mein Wochenendstrauß fertig mache. Und dafür habe ich eine tolle Glasvase. Die habe ich mal einmal zum Geburtstag bekommen und die ist gar nicht mal so einfach zum Gestalten. Aber ich habe jetzt auch wieder diesen getrockneten Thymian und ich dachte, den lege ich so ein bisschen drüber. Und dann habe ich eine Steckhilfe. Da könnte ich natürlich jetzt auch diese Beere drüber legen. Aber so passt das schon ganz gut. Nachher noch ein bisschen ergänzen mit Eukalyptus. Und dann will ich die Rosen da so ganz, ganz kurz und knackig reinstecken. Schneid die mal alle auf einer Höhe. Und jetzt kommt der Clou. Ich brauche eigentlich noch ein Messer. Ja, hol mir mal eben ein Messer, Mama. Also ich mache überall schon mal das Grün ab. Und mach, wie gesagt, das gibt die gewisse Ruhe nachher rein. Das macht es nachher so besonders. Und das passt natürlich schön als Gegenstück zu der tollen Vase. Und ich freue mich, wie gesagt, um das nachher schon mal ein bisschen einzudekorieren. Auch der Amaranthus hätte da sehr gut zugepasst zu der Vase. Aber ich finde das so ein bisschen natürlicher und auch sehr schön. Vielen Dank. Mach eben Schwangerschaftsbilder. Ja, mach das.
Gott. So. Dann haben wir es so. Und dann kann ich das in Gruppen da so reinstellen. Also wenn ihr manchmal so Problemwäschen habt oder so Designervasen habt und das nicht so wirklich bestücken könnt, bestückt sie kurz und kompakt. Das geht eigentlich immer sehr, sehr gut. Und ich werde das jetzt einfach so ein bisschen in Gruppen stellen. Wie gesagt, die Rosen haben hier und da vielleicht auch eine Druckstelle. Aber ich fand die so schön und ich dachte, oh, wenn jetzt keiner mitnimmt, das ist zu schade. Und ich finde, das hat auch schon so ein bisschen herbstlichen, morbiden Touch. So, ein bisschen kürzer. So. Ja, noch mal einmal kurz. Viele haben mich gefragt wegen der Weihnachtsausstellung, wann die denn startet. Die startet am 6. November dieses Jahr. Das ist ein Montag. Und genau, das Video wird natürlich am 5. vorher gezeigt. Ich hoffe, dass wir bis dahin fertig sind. Ich kann das immer so schlecht vorher sagen. Bis dann und dann sind wir fertig. Aber ich habe mich mit meinen Mädels zusammengesetzt und die Weihnachtsausstellung ist ab dem 6. November fertig. Und ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr vorbeikommt. Dann haben wir auch die ersten floristischen Sachen fertig. Und ja, wir sind jetzt jeden Tag am Auspacken. Und das ist richtig, richtig klasse. So. Ja, das finde ich eigentlich so schon sehr schön. Man sieht das Holz so ein bisschen durchschimmern. Ich werde dann nochmal einen Stiel Eukalyptus mit dazu nehmen. Einfach, um das noch asymmetrisch etwas rauszuarbeiten. Und dann habe ich meinen Wochenendstrauß fertig. Und ihr seht, manchmal braucht es gar nicht so viel, bis etwas gut aussieht. Also es war jetzt ein Bund Rosen, aber die Rose ist natürlich auch der absolute Hammer, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Und dann stecke ich da noch ein Stiel an der anderen Seite. Und dann darf das Wochenende kommen. Und ich hoffe, euch gefallen die zwei Deko-Ideen, die ich fertig gemacht habe. Und ihr begleitet mich diese Woche, um erstmal unser Zuhause so ein bisschen zu dekorieren. Und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Sonntag und bis bald. Ciao, ciao. There's been a lot of bumps in the road. Oh yeah. Always carrying that oh so heavy load. When you feel like there's too much on your plate, just call on me, and I'll help you carry some of that weight. Yeah. I wanna make you understand, let you know that there's always a helping hand. 'Cause I know we can make it, yeah, we can make it if we try. Yes, we can make it. Schöne Deko-Tipps und einfach wunderschöne Dekoration sind hier bei mir auf dem Channel und wenn ihr da Bock drauf habt, dann seid ihr richtig. Abonniert einfach hier oben aufs Glöckchen und wenn ihr noch Lust und Zeit habt für ein weiteres Video, klickt einfach hier unten.